Ja, dann würde ich sagen, wir starten mit Massacre at the Mirage. Wenn irgendwie was vom Ton her nicht passt, sagt mir gerne Bescheid, dann passe ich das nochmal an. Oh, hier gibt es den Simulationsmode auch. Das ist, glaube ich, diesen Prolog, den wir da noch letztes Mal gespielt haben, wo man einfach nur in dem Kino arbeitet. Das war auch cool. Und ein Story-Mode. Dann hat man im Simulationsmode bestimmt einfach nur, dass man in dem Kino dann einfach arbeitet. Wie geil dieses Bild auch aussieht, ne? Das ist übrigens der Clown. Der mich sehr an Art erinnert. Ziemlich. Hier mit dem Messer, mit dem blutigen. Sehr, sehr cool gemacht. Und dann die Zähne. Die sind aber nur hier auf der einen Seite, ne? So ein bisschen Two-Face-mäßig. Hier alles okay soweit. Und hier so ein bisschen verbrannt oder sowas. Auf jeden Fall zerwuselt. Und dann die scharfen Zähne auf der einen Seite. So ein bisschen wie ein Raubtier. Schon mega, mega cool. Okay, ihr Lieben, dann lasst uns starten mit einem neuen Game. By mask and grin in darkness bright. What? I summon forth the one of fright, mime of shadowed blight. Return to us this Halloween night. Oh, schade, es ist so schnell weggegangen. So schnell könnte ich das jetzt nicht übersetzen. Auf jeden Fall Halloween-Nacht zurückkehren. If I were the Prince of Darkness, I'd want to engulf the whole world in darkness. And I'd have an urn of its real estate and four fifths of its population, but I wouldn't be happy until I seized the ripest apple on the tree. See, so I'd set out about however necessary to take over the United States. I'd subvert the churches first. I'd begin with a campaign of whispers. With the wisdom of a serpent, I would whisper to you as I whisper to Eve. Do as you please. To the young, Game and music by Michael the Bible is a myth. I will convince them that man created gods and the other way around. I will confide that what's bad is good and what's good is square. And the old, I would teach to pray after me, our Father, which art in Washington. And then I'll get organized. Midnight Horror Mania. Oh, Publishing Ensemble Entertainment. Steht gerade hinter mir, sorry. Mirage. Special Midnight Show. Huh? A showcase. Churches at war with themselves, and nations at war with themselves, until each in its turn was consumed. And with promises of higher ratings, I'd have mesmerizing media fanning the flames. If I were the devil, I would encourage schools to redefine young intellects, but neglect to emotions. Just let those run wild. Until before you knew it, you'd have to have drug-sniffing dogs and metal detectors at every schoolhouse door. Within a decade, I'd have prisons overflowing, I'd have judges promoting pornography, and soon as I could evict God from the courthouse, and then from the schoolhouse, and then from the House of Congress. And in his own churches, I would substitute psychology for religion and deify Preacher design. Antonio Truish. And passion into misusing boys and girls and church money. And if I were the devil, I'd make the symbols of Easter an egg and the symbol of Christmas a bottle. If I were the devil, I'd take from those who have and give to those who want it until I kill the incentive of the ambitious. Ooh. In other words, if I were the devil, I'd just keep right on doing what he's doing. Er hat die ganze Zeit davon gesprochen, so wenn ich der Teufel wäre, dann würde ich das und das tun. Und wenn ich der Teufel wäre. Ja, der Herr sah aber nicht mehr ganz so frisch aus, ne? Also unser Clowny. Halloween Night. 1988, bestes Jahr. outside der Stadt von Crimson Town. Terror at Orca. Yeah, take that, geil. Little shit. Das ist halt auch ein Spiel von den Entwicklern. Okay, wir sind gerade Luna. Und wir spielen Terror at Orca. Sehr, 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 sehr cool. Okay. Ja, nimm das, du kleines... hier Schimpfwort einfügen. I love
love this little game. Ah, ich liebe dieses kleine Spiel. Telefon! Oh, who could that be? Oh, wer könnte das bloß sein? Hello, Dylan's Deals. How can I help you? Hi, Dylan's Deals. Wie kann ich helfen? Hey, gorgeous. Just wanted to hear your voice before I start the show. Oh, das ist Billy. Hey, wunderschöne. Ich wollte nur deine Stimme hören, bevor die Show startet. Well, if it isn't my favorite DJ. I'm listening to the station right now. How's the pre-show vibe? Hm, wenn das mal nicht mein Lieblings-DJ ist. Ich höre gerade im Radio zu. Und wie ist so die Pre-Show? Oder der Vibe der Pre-Show? The studio's all set for tonight. It's gonna be one of those nights, you know? I'm feeling pumped. But enough about me. How's your day been? Also, im Studio ist alles soweit vorbereitet. Es wird einer von diesen Nächten, weißt du? Was ist denn ein Pump? Also ja, das Spiel gibt es tatsächlich nur auf Englisch. Ich werde wahrscheinlich das ein oder andere Mal in die Übersetzer-App einfach gucken. Genau, Studio ist bereit für heute Abend. Das wird einer dieser Abende, weißt du? Ach, aufgeregt, okay. I'm pumped, ich bin aufgeregt. Aber genug von mir. Wie ist dein Tag so bisher gewesen? Busy, but good. Dylan's over the moon. We just got a set of really fancy sports cars in. I'm just about to wrap up and head to Maggie's party. Es ist soweit viel zu tun, aber alles gut soweit. Dylan ist überglücklich. Wir haben gerade ein paar wirklich schicke Sportwagen bekommen. Ich bin gerade dabei, mich fertig zu machen und zu Maggies Party zu gehen. I wish I could join you sooner, but I'll be there as soon as I'm done. Ich wünschte, ich könnte schon früher bei dir sein, aber ich bin so schnell da, sobald ich fertig bin. You just make sure you save some energy for me after you finish up your show tonight. Du solltest auf jeden Fall sicherstellen, dass du noch ein bisschen Energie übrig lässt für mich, sobald du mit der Show fertig bist heute. You're talking to Billy Knight, Crimson Ridge's most dashing DJ. So don't you worry. No, it looks like the show's about to start. I gotta run, sweet thing. I'll see you later. Hey, du redest mit Billy Knight, Crimson Ridge's bester DJ. Also mach dir keine Sorgen. So, okay, es sieht so aus, als wenn die Show jetzt gleich startet. Ich muss los, süßes Ding. Ich sehe dich später. I'll be waiting. Good luck with the show. Ich werde warten. Viel Glück mit der Show. Hey there, Nightcrawlers. This is Billy Knight, your guide through the Ghoulish. Das ist sehr cool. Join me tonight for a special Voice Act ist super. Halloween broadcast to make your skin crawl and your heart race. We got bone-chilling tracks, terrifying tales, and a few tricks up our sleeve. Don't miss out on the Crimson Ridge's most haunted tradition here on 105.5 The Toot! Where Halloween comes alive, even if you don't make it through the night. He sounds so good. I can't wait to see him later. Hört sich so gut an. Ich kann's kaum erwarten, ihn später zu sehen. Dylan wanted me to do a few things before closing for the night. I should check the whiteboard and see what I need to do. Dylan möchte, dass ich noch ein paar Dinge erledige, bevor ich zumache für die Nacht. Ich sollte mal das Whiteboard checken und gucken, was ich zu tun habe. Okay, WASD zum Bewegen. Linke Maustaste, um zu interagieren. Hold down Q for... check the Whiteboard-Taste. Also hier haben wir unsere aktuelle Aufgabe. Kann ich hier einfach Tarot Orchard weiterspielen? Tainted Post. Sehr nice. Oh, hä? Looks like the first thing I need to do is install tire locks on those new sports cars we just got in. Achso, ich bin schon hier beim Whiteboard. Okay, bevor wir gehen, Tire Locks an die neuen Autos packen. Inflatable tubes and shed. Wait! Das erste verstehe ich noch, das zweite wird schon wieder schwieriger. Gut, also. Reifensicherungen montieren an den neuen Sportwagen. Lagern Sie aufblasbare Schläuche im Schuppen. Schalten Sie die Beleuchtung des Parkplatzes aus.
Ich glaube, das kriegen wir hin, oder? Hoffe ich. Gucken uns natürlich um, ne? Tic-Tac-Toe, Horror Games, Death Throne. Spot the difference. Indie-Horror-News. Sehr, sehr cool. Hammer. Gut. Darstellen. Hüpfburg. Nicht da rein. Ich kann nicht hüpfen. Schade. Dekoration ist süß. Dylan Steels Autopark. Das ist wahrscheinlich dann unser Auto, ne? Ach, da sind Parkkrallen dran. Überall. Dann sollen wir die wahrscheinlich hier links an die drei Sportwagen dran machen. Hm? Gut, hier sind die Parkkrallen. Ich muss mal eben der Sensitivität gucken. Ah, ja, ein Ticken hoch. Muss mal hier mit. Ja, viel besser, okay. Nur eine. Ja, dann machen wir mal unsere Arbeit. Ist es da hinten schon das Kino? Oder ist, nee, das ist nur Werbung fürs Kino, ne? Ja, ja. Schön nebelig hier am Halloween-Abend. Vielleicht kommt Michael ja noch vorbei und sagt Hallo. Hoffentlich nicht. Gut. Oh, wir müssen es echt selbst montieren. Okay, das ist cool. Wie cool ist das denn? Black Magic. Reicht denn eine? Die haben alle nur eine, ne? Ja, die haben alle nur eine. Na gut. Next one. Das feiere ich schon, dass man das selber machen kann. Einmal sollte reichen. Ja, sehr gut. Danke für die Hilfe. Kann ja auch sein, dass der Besitzer ein bisschen paranoid ist und es lieber an allen hat, bei seinen tollen neuen Sportwagen. Eis? So, alles gleich, das gleiche Modell, ne? Das Telefon? Nee. What the fuck? Anyway, I need to store those inflatable tubes in the shed. Mann, wer will denn um diese Uhrzeit Eis? Ich! Ja, Waffelhörnchen Willy war auch sehr witzig. Da haben wir die Demo gespielt. Das Full Game sollten wir uns auch mal angucken. Das ist jetzt rausgekommen. Oder kommt jetzt auf jeden Fall irgendwann. Was ist das? Inflatable Tubes. Inflatable Tubes. Bin ich das Zeug denn? Ach, hier, die Generatoren. Sag das doch. War gerade noch vom Eiswagen abgelenkt. Blomo? No one blows like us. Mhm, okay. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich lasse das mal so stehen.
Oh, herrlich. Herrlich, herrlich. Warum sind hier nicht noch so Gucklöcher drin? Und warum ist es immer verschwommen, wenn ich in Richtung des Kürbisses gehe? Darf ich da nicht reingucken? Was drin versteckt? Kleines Geheimnis drin? Now entering Crimson Ridge. Ach, ab hier ist Crimson Ridge. Da müssen wir noch das Licht ausschalten, ne? Wahrscheinlich dann hier an dem Zentralding. Alright, now I just need to shut off the car lot lights. Jo, jetzt muss ich nur das Licht ausschalten. Aber hier noch eben gucken. Warum auch immer. Das ist auch so ein ich entführe Kinder werden, oder? Na gut. What the? Was zur? Telefon! Irgendwie wusste ich, dass das noch klingeln wird. Hello? Hallo? Hello? Is anyone there? Hallo? Ist da jemand? If this is some kind of prank, it's not funny. Wenn das ein Scherz sein soll, es ist nicht witzig. What? Was zur... What was that? Was war das? Oh, it's just a car alarm. Probably just a raccoon or something. No big deal. Na, es ist nur der Autoalarm. Vielleicht ist es nur ein Waschbär oder sowas. Keine große Sache. Was sollen wir tun? Investigate the car alarm. Wird es immer nebliger? Natürlich ist es das in der hinterletzten Ecke. Vor dem Scheiß hier nicht. Vielleicht kommt der Mörder und tötet mich. Okay, Batterie leer. Automüde. What? That's not supposed to happen. A malfunction, maybe? Okay, was? Das sollte eigentlich nicht passieren. Vielleicht irgendwie eine Fehlfunktion? No way. Is that the ice cream truck I just saw drive by? Okay, no way. Ist das etwa der Eiscremewagen, der gerade hier vorbeigefahren ist? Ich werde den ganzen Tag ein Ohrhörner davon haben, ne? Waffelhörnchen, Willy? Niemand drin. Der Clown da drauf ist auch gar nicht gruselig. Jetzt kommt bestimmt gleich ein Jumpscare oder so. Driver? Wo ist der Fahrer? Why would it just stop like that? Warum hört das einfach so auf gerade? Ich wäre sowas von weg, ne? Wir waren gerade an der Mülltonne. Ich hatte da so ein Gefühl.
Weißt du, und so, genau so in jedem Horrorfilm sterben die Leute, weil sie einfach zu neugierig sind. Und alleine. Oder es ist eine Gruppe. Ja, lass uns erstmal trennen. Mhm. Tolle Idee. Und ich gehe jetzt, ohne mich mit irgendwas zu verteidigen zu können, einfach dahin. Gehe weg von diesem creepy Eiswagen. Okay, that's enough. Who's in there? No more jokes. Und jetzt ist nur ein Waschbär drin, pass mal auf. Okay, es reicht. Keine Scherze mehr. Waschbär. Ah! Blutiger Waschbär. Gespeichert. Nice. Okay. Kurz vor Mitternacht. Draußen. Mirage Movie Theater. Ah, das war in der Demo. Have to work on Halloween again this year. What a drag. Wir sind Nika. Oh Gott, warum hab ich denn muss ich schon wieder an Halloween arbeiten dieses Jahr? So ein Scheiß, ey. Mensch tot, Checkpoint. Ja, ich glaube. Phil is showing one of my favorites tonight. Nosferatu is a classic. Ja, geil. Naja, zumindest spielt Phil heute Nacht einen meiner absoluten Favoriten. Nosferatu ist einfach ein Klassiker. Oh yeah, Ben's working with me tonight. That should make things a bit more interesting. Oh cool, Ben arbeitet heute Nacht mit mir. Ah, das sollte es alles ein bisschen interessanter machen. Well, I better head inside. My shift starts soon. Okay, ich sollte vielleicht besser reingehen. Meine Schicht startet gleich. Ja, das hatten wir in der Demo tatsächlich. Nice. Ist das der Radiosender? The Toot. Falcon Fuel. Pharmacy. Sehr nice. Und ich feiere halt die Musik extrem. Das ist so cool. Sehr, sehr cool. Damn, that was my last sig. I better grab another pack from the gas station before work. Ach, verdammt. Das war meine letzte Zigarette. Ich sollte nochmal vorher zur Tankstelle gehen, bevor ich anfange. Wir können jetzt zur Tankstelle gehen. Ist so cool. Man erwartet so gleich, dass Michael Myers irgendwo in die Ecke steht oder so. Oder Freddy gleich auf dich zugerannt kommt. Car Service. Stunden geöffnet. Hallo! Können wir spielen? Oh, out of order. Oh, schade. Ich habe einen Körper. Cool. Ach, es ist verschlossen. Auch verschlossen. Hier ist alles leer. Black Magic Weizenbier. Black Magic Light Beer. Hier ist auch einfach ein Eingang, ne? Ja. Hey ho. Hey Nika, working over at the Mirage tonight. Hey Nika, arbeitest du heute Nacht? Hey Oscar, yeah, Phil is doing his yearly Midnight Horror Mania event. Hey Oscar, ja, ja, klar. Phil macht wieder sein Mitternachts-Horror Mania Event. Sounds spooky. What can I do you for tonight? Hört sich spooky an. Was kann ich für dich tun heute Nacht? Can I just get some reds and a lighter? Kann ich ein paar Reds bekommen und ein Feuerzeug? Sure thing, one sec. Na klar, eine Sekunde.
Ego, that'll be $6.49. Hier hast du sie. Macht dann $6.49. Thanks, Oscar. Have a good night. Danke, Oscar. Hab eine gute Nacht. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich arbeiten gehen, ne? Ja. Geh mal hier raus. Was ist das? Ach, Luft. Reifen. Nichts Ungewöhnliches im Müll, ne? Ja, dann gehen wir mal zur Arbeit. Ab ins Kino. Kein Clown in Sicht? Clown in Sicht. Heyo. What's up, Ben? Work in the box office tonight, I see. Hey, was geht, Ben? Na, arbeitest du heute in der im Box Office? Hey! Yeah, you know how it goes. But who knows what kind of ghouls and ghosts are gonna float in. Hey, ja. Weiß doch, wie es läuft. Aber mal gucken, was für Ghouls und Geister heute hier vorbei schwimmen, fliegen, whatever. Right. Halloween is the perfect night for some spooky movies. I'm ready for the costumes. Ja, echt, oder? Ja, Halloween ist ja perfekt, also die perfekte Nacht für ein paar spooky Movies. Ich bin auf jeden Fall bereit für die Kostüme. Bill loves throwing these Halloween events every year. I kind of wish we had the night off, though. I can think of a few things we could be doing instead. Ja, Phil liebt es einfach, diese Halloween Events jedes Jahr zu veranstalten. Aber manchmal würde ich mir wünschen, wir hätten einfach mal einen Abend frei, weißt du? Ich könnte mir ein paar andere Dinge vorstellen, die wir machen könnten, stattdessen. Yeah, I was ready to watch some slashers tonight, but what can you do? I just wish we weren't so short-staffed. His events can get kinda hectic. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, ein paar Slashers anzugucken diese Nacht, aber naja, was soll man machen? Ah, es wäre nur schön, wenn wir nicht so unterbesetzt wären. Diese Events sind manchmal echt sehr hektisch. Speaking of. Bill said he had a couple of jobs for you to do before we open. He should be up in his office. Ja, du sagst es. Bill sagt, er hat noch ein paar Jobs für dich, die du erledigen sollst, bevor wir aufmachen. Er sollte oben im Büro sein. Alright, I'll head up then. Catch you later. Okay, ich schau da mal nach. Sehen uns später. Midnight Horror Mania. Das Mirage. Special Midnight Showcase. Klassische Horror-Movies. Jedes Wochenende. Für den ganzen Oktober. Okay, das heißt, der zieht das echt den ganzen Oktober durch. Schön. Hier ist das Kino. Das sieht halt auch aus wie in der Demo. Oh Gott, diese Automaten, gibt's die überhaupt noch? Nice. Ja, das sind tatsächlich Spiele von den Entwicklern. Können wir die... Schade, wir können die nicht spielen. Terror at Orchard, Mr. Tops, Murder Mayhem und Suffer the Night. Kürbisse. Die Dekoration ist halt auch echt cool. Ist das ein Frankenbiber? Ja, ein Skelett mit einem Spinnenschlagzeug. Auch sehr cool. Da geht's ins Kino. Wir müssen tatsächlich hier lang, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und hier können wir dann, müssen wir dann, glaube ich, gleich arbeiten und die Kunden bedienen. Hooray! Ach ja, stimmt. Die Poster. So cool. Ghost of Frankenstein. Galaxy of Terror. Geister. Dead of Night. Ja, Boris Karloff. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. Hier ist Cheffe. Hey, Chef. The Spider.
How's it going tonight, Phil? Ben told me you needed to see me. Hey, wie läuft's, Phil? Ben hat gesagt, du wolltest mich sehen. Good evening, Nika. Yes, you'll be running the snack bar tonight. But I need you to do a couple of things before we open. Guten Abend, Nika. Ja, du kümmerst dich heute Abend um die Snackbar, okay? Aber ich hätte da noch ein paar Dinge, die du erledigen kannst, bevor wir aufmachen. Das sieht so gut aus, irgendwie als wenn einer ein Game für dich entwickelt hätte. Ja, so fühle ich mich auch. Feier sehr, ich fand die Demo schon so cool. Wir müssen gleich uns noch die Katze angucken, die habe ich vergessen. Die hat auch ein Kostüm an. Sure, what do you need me to do? Okay, klar, was willst du, was ich für dich tue? I borrowed a box of vinyls from Billy over at the station across the street. I need you to take it back. Ich hab ne Box mit Vinyl vom Billy. Von der Station. Gegenüber auf der Straße. Kannst du sie bitte... Ach, er hat die geliehen, ne? Er hat ihm ne Box mit Vinyls geliehen. Kannst du sie zurückholen? Why did you do that? I need you to empty all the trash. And take it to the dumpster out back. Don't forget the ones in the foyer. Wenn du das erledigt hast, dann machst du bitte den ganzen Müll leer, ja? Und bringst es nach draußen in den Müllcontainer. Aber vergesst bitte nicht die im Foyer, ja? Sounds good. I'll get right on it. Alles klar. Ich kümmere mich drum. Oh, and after you take the trash out, I need you to grab the test footage from Eric down in the basement. And then run it on the projector. Ach so, und wenn du dich um den Müll gekümmert hast, ne, dann schau mal eben bei Eric vorbei unten und hol dir die Test-Footage im Keller und bring sie zum Projektor, ja? Sure thing, Boss. Na klar, Boss. Awesome. Thanks. Das ist super, danke. Mentholzigaretten und ein Donut. Pizza. Oh Gott, ist das alt. Ach, hier. Die sollen wir wieder wegbringen. Okay, ich verstehe. Hallo. Oh, sie hat kleine Hörnchen. Sind die süß? Gasparin? Gasparin. Tarantula. Ich glaube, sonst können wir uns hier nichts mehr ansehen, ne? Gut. Dann nehmen wir das mal mit. Ah, zur Toot Radio Station. Sollen wir das bringen? Und whee! Wir fliegen einmal runter. Holy moly, sind wir schnell. Die Katze des Satans. Nur weil sie Hörnchen hat? Eine kleine Teufelskatze. Ja, das Radio konnten wir uns letztes Mal auch noch nicht ansehen. Lobby Hours. Montag bis Samstag. Bis 8. Hello. Kelly. Who's there? The lobby is closed for the night. Hallo, wer ist da? Die Lobby ist geschlossen für diese Nacht. Kelly, it's Nika. Phil asked me to return some of Billy's records. Hey Kelly, ich bin's Nika. Phil hat mich darum gebeten, ein paar von Bills Records zurückzubringen. Nika, sure, I'll buzz you in. I'm in my office. Just head on back. Hey Nika, ach klar, ich lass dich rein. Ich bin in meinem Büro. Komm einfach rein. Ah, falsche Tür. Wir machen mal lieber zu, ne? Man weiß ja nie. Hendrix World. So ein bisschen Hint auf Jimi Hendrix. Coole Sache. Die haben auch schöne Halloween-Dekorationen. Sehr, sehr nice. Planet Fun Boy.
Happy Halloween. Ich will auch so ein Geisterkissen. Cool. Bevor wir zu ihr gehen, gucken wir mal eben, ob wir hier noch reinkommen und gucken können. Ach, schade. Hatte ich fast vermutet. Wir wollen uns ja alles ansehen, ne? Wenn ja diese Kiste nicht wäre, dann könnte ich auch mehr sehen. Hey, Kelly. Happy Halloween. Hey, Kelly. Happy Halloween. Nika, hey. You're looking fantastic tonight. Nika, hey! Okay, das ist, kannst du, glaube ich, schlecht übersetzen, ne? You're looking fantastic. Also so auf Vampirzähne bezogen. Tonight. Haha. Yeah, yeah. How's the broadcast going? Ja, ja. Wie läuft der Broadcast? Oh, you know Billy. He loves burning the midnight oil. Ach, du kennst doch Billy. Er liebt es, das Mitternachtsöl anzuzünden. Are you working with Ben tonight? I don't know why he hasn't asked you on a date yet. Arbeitest du mit Ben diese Nacht? Hat dich immer noch nicht nach einem Date gefragt? Stop it, Kelly. I think he's just a little shy. Ach, hör auf, Kelly, Mann. Ich glaube, er ist einfach nur ein bisschen schüchtern. I'm just saying, he better make a move before somebody else does. Ich sag's ja nur, er sollte vielleicht mal einen Schritt auf dich zugehen, bevor es jemand anders tut. Sure, Kelly. You'll be the first to know. So where do you want these records? Ah ja, natürlich, Kelly. Du wirst es als Erste erfahren. So, wo soll ich dir die Records hinstellen? You can just leave them on top of the boxes right there, next to the filing cabinets. I'll take them over to Billy when he goes on break. Du kannst sie da drüben bei den Boxen einfach hinstellen. Ich geb sie Billy, wenn er in die Pause geht. Okay, stay safe tonight. Na klar. Bleib sicher diese Nacht, ja? You too. Have a wonderful evening. Ja, du auch. Hab einen wundervollen Abend. Okay, hier. Stell. Now to head back to the theater and gather all the trash. So, jetzt sollte ich zurück ins Theater gehen. Was ist denn mit dieser Tür? Ach, das ist nur ein... Das ist nur... Oh. Praktisch. Das ist einfach nur Grafik. Das sah gerade sehr schimmelig aus. Sagen wir es so. Ja, wir müssen zurück den Müll einsammeln. So. Wo haben wir denn Müll ein? Hier auf. Ja. Okay, noch 6 müssen wir leer machen. Nice. Oh, wie cool. Nosferatu. Sehr cool. Auch Nosferatu. Oh ja, noch. Killer Crocodile. Jim Brown. I escaped from Devil's Island. I bury the living. Und The Headless Ghost. Sehr cool. Du bist auch gar nicht gruselig, my friendo. Happy Halloween, Restrooms. Ich guck erstmal hier, ne? Ah, hier ist der Kinosaal. Relativ dunkel. Gut. Aber hier. Ach, okay. Ich glaube, die haben das echt noch mapmäßig verändert, meine ich. Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Na, hier geht's hoch. Zum Projektor. Ich meine, vielleicht vertue ich mich auch nur. Aber ich habe so im Kopf gehabt, wir wären einen längeren Gang lang gegangen. Den Mülltonnen und zum Projektor und so. Aber hier kommen wir ja gleich noch hin. Wir müssen ja gleich noch die Testfilmrolle holen aus dem Keller. Okay. Können wir nicht hin? Können wir nicht hin?
Toiletten, ne? Bin verheiratet mit einer Hexe. Da steht noch einer. Schönes Klo. Hier und dann wahrscheinlich hier noch einer. Ja. Gut. Dann haben wir die alle, dann müssen wir die jetzt rausbringen. Doch, ich glaube, das war so, aber das war, ich glaube, das war ein langer Gang und keine Zwischenwand mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Ist ja auch egal. Aber hier ging es auf jeden Fall raus. Ich komme nicht raus. Ich bin zu breit. Und weg damit. Gott! Excuse me, young lady, can you spare some change? Entschuldigen Sie, junge Frau, haben Sie vielleicht was Kleingeld für mich? Hallo, Hobo. Shit, don't sneak up on people like that. Oh, shit, Mann, erschreck die Leute doch nicht so. Please, young lady, help an old drunk get his booze for Halloween. Bitte, junge Frau, helfen Sie dem Betrunkenen hier, was für Halloween zu holen. You know you're not supposed to be back here. This is private property. Du weißt ganz genau, dass du dich hier nicht befinden darfst. Das ist Privatbesitz. Yeah, forget you, you ugly little bitch. Ach Gott, vergiss es, du hässliche, blöde Hexe. Damn it, I don't know how he keeps getting through the gate. I better tell Eric to double check the lock. He should be in the basement. Oh Mann, verdammt, ich habe keine Ahnung, wie er ständig immer durch das Tor reinkommt. Ich sollte Eric besser Bescheid geben, dass er doch mal nochmal gegencheckt, ob das ob die Tür wirklich abgeschlossen ist. Er sollte im Keller sein. Da müssen wir eh hin. Machen schon mal hier die Tür wieder. Können die Tür nicht zumachen, okay. So, aber wir müssen eh zu Eric. Hier war das, ne? Ja. Ich bin ja Glibber. Slimer war hier. Er sitzt da völlig gechillt. Er ist wirklich gechillt, oder? Das ist bestimmt die Filmrolle, die wir ihm holen sollen. Hey, Nika! Happy Halloween! Der ist völlig gechillt. Hey, Nika! Happy Halloween! How's it going, Eric? You seem super mellow right now. Hey, wie läuft's, Eric? Du siehst ja echt entspannt aus, hm? Oh, yeah. Nothing's gonna harsh my vibe tonight. That's for sure. Ah, ja, ja. Nichts zerstört meinen Vibe diese Nacht. Das ist mal klar. Let's just say I got my hands on some pretty high quality brownies. You could have one if you like. Okay, sagen wir mal so. Ich hatte ein paar sehr hochqualitativ gute Brownies. Kannst deinen haben, wenn du willst. You can save one for me later. The last time I had one of your treats at work, I spent hours staring at all the movie posters, completely ignoring every customer. Du kannst einen für mich aufheben für später. Das letzte Mal, als ich einen von deinen Süßigkeiten auf der Arbeit hatte, habe ich Stunden damit verbracht, auf die Kinoposter zu starren und habe die Kunden komplett ignoriert. No worries. Anyway. What brings you down to my quarter of the world? Ja, keine Sorge. Ja, was bringt dich in meine bescheidene Ecke hier in der Welt? Phil sent me to grab the footage to test the projector before tonight's event. Phil hat mich geschickt, ich soll die Testrolle holen und den Projektor ausprobieren, bevor das Event startet heute. I don't know why you're so worried. It's right here on the table. Ja. Ich weiß nicht, warum er sich immer solche Sorgen macht. Es liegt genau hier auf dem Tisch. Also, sollte alles super sein. Thanks, Eric. Danke, Eric. Oh, by the way, I ran into that guy hanging around the dumpster again. Ach, und ich bin schon wieder hier in diesen Typen reingerannt, draußen an dem Müllton. Mal wieder. Oh, bummer. You want me to head out back and lock everything up?
Oh Mann. Du willst bestimmt, dass ich hochgehe und wieder alles abschließe, ha? Huh? Yeah, please just make sure it's actually locked this time. He keeps getting through somehow. Ja, bitte. Und stell einfach sicher, dass es dieses Mal auch abgeschlossen ist, ne? Er ist mega gechillt. So, dann flitzen wir mal zum Projektor. Achso, wir brauchen noch den Kanister. Ach, da müssen wir die Filmrolle reinpacken. Okay, dann kommt es da. Test-Footage Nosferatu. Eine Symphonie des Horrors. Was actually kind of creepy. Wow, das war echt ein bisschen creepy. I'm all done up here. I should get down to the snack bar. The doors are opening soon. Gut, jetzt ist ja alles erledigt. Ich sollte runter zur Snackbar. Die Türe öffnen sich bald. Ich weiß gar nicht, ob man das diesmal wieder gesehen hat. Wer genau aufgepasst hat, hat gesehen, das war nicht alles nur so Nosferatu, was wir da gesehen haben, ne? Da waren so Zwischensequenzen. Fuck, ich sollte Eric später davon erzählen. Holy. In der Demo glaube ich aber auch nicht passiert. Wir sollen jetzt zur Snackbar. Mal die Türen zu. So. Los geht's! Mal gucken, ob das noch ist wie beim letzten Mal. Gut, weil wir konnten nämlich zwischen beiden Mitarbeitern wechseln und es scheint auch wieder so zu sein. Das heißt, wir müssen nämlich nach vorne in die Box, um die Karten zu verkaufen und dann wieder zurück, um die Sachen für die Leute vorzubereiten, was die an Snacks haben wollen. Nice! Gerade wo? War das hiermit? Ja, ne? Ja. Was bist du denn? Dieser Film elektrifiziert mich. Kann ich ein Ticket haben? Wie alt bist du denn? Sag mal. Na klar. Einen Moment. Das ist auch so cool, ne? Bitteschön. Jetzt sind wir nämlich vorne in der Box und verkaufen Tickets. Jetzt gehen die Leute nämlich rein und wir können hierüber wieder zurück und müssen dann uns um die Bestellung kümmern. Vanille-Eiscreme. mein Bauch, er lebt. Gut, also Vanille-Eiscreme, Cola-Soda und eine Brezel-Eiscreme. Warte mal. Müssen wir mal gucken, was haben wir hier nochmal. Hier ist Brezel. So, die legt er dann dahin, die nehmen wir schon mal mit. Vanille-Eiscreme.
Creme. So, da brauchten wir sowas. Und das. Und eine Cola. Eis ist fertig. Bitteschön. Und eine Cola. Viel Spaß beim Film. So, da brauchen wir nur auf neue Leute warten, ne? Hat's geruckelt. Ja, schön hier, ne? Könnte eigentlich auch schon Sachen vorbereiten, ne? Ja, schon mal. Hier haben wir nämlich Hot Dogs und Soßen. Hier ist das Popcorn. So, wir haben aber begrenzten Inventarplatz. Warte, ich glaube, der Rest. Was haben wir hier? Ach, hier ist Pizza. Was? Und hier sind nämlich noch Chips und Süßigkeiten auf jeden Fall. Wow. Hi. Gib mir ein Ticket, das macht mich snappy. Coole Maske. Na klar, klar, Moment. Schau mal hier, bitteschön. Viel Spaß beim Film. Hey, hey, hey. Root, Bier, Soda, Gummibärchen und Schokoladeneis. Wo sind denn hier die Gummibärchen? Warte mal, das sind Rainbow Candy Gummibärchen. Schokoeis? Schokoeis. Schokoeis. Und was war das? Rootbier. Das ist Rootbier. Eis. Bitteschön, viel Spaß. Ah, schon neues Rootbier. Mal gucken. Okay, das sind Schokoerdnüsse, Gummibärchen, Rainbow Candy, Schokoriegel, Tortilla-Chips und... Ah, auch. Tortilla-Chips mit Käse. Okay. Dass er immer automatisch so nach links guckt. Da ist Willy wieder. Da hinten kommt er. Okay. Well, that was fucking weird. Okay, das war sehr eigenartig. Nun, ich fühle mich sehr sicher hier in meiner Box. Super hier. Kommt jemand? Eine Hexe! Eine Hexe! Hallo Hexe! Der Film sieht wicked aus! Kannst du mir ein Ticket geben? Aber natürlich doch! Ein Ticket für die Hexe, für den verhexten Film. Viel Spaß! Bye bye! Dazu noch ein paar verhexte Snacks. Und kannst du mir ein paar potente Snacks geben? Cheesy Chips. Einmal. Bitteschön. Was noch? Tortilla Chips. Gibt es auch dazu. Dew Soda und Rainbow Candy. Wait, Rainbow Candy. Und ein Dew Soda. Kommt sofort. Bitteschön. Da fliegt sie davon. Diese Farbe, ey. Super gesunde Mountain Dew. Ich hätte jetzt auch Bock auf eine Brezel oder sowas. Nice. Er ist ja relativ entspannt. Guck mal, da kommt schon der nächste. Bist du? Ein Frosch! Das ist bestimmt voll gemütlich. Hi! I'm totally... Okay, die Witze sind... Also die... Die Witze sind echt cool. Oh, jetzt habe ich nicht weitergelesen. Mann, Toad ist halt, heißt ja Frosch, ne? Du froschst dich auf den Film, ja? Ja?
Sowas in der Art? Ah. Sehr schön. Viel Froschügen oder sowas? Schlechte Wortwitze? Hi! I like Froggy. Ja, das glaube ich. Ribbit. Ribbit, ich hätte gerne ein paar Snacks, bitte. Jus-Soda, Popcorn. Popcorn und Jus-Soda. Und ein Hotdog und Gummibärchen. Einfach nur Hotdog. Viel Vergnügen. Broschi. Guck mal, was draußen wieder los ist. Aber drin ist coole Musik. Das Skelett passt im Takt dazu. Okay, cool. Hey Mann, gib mir mal ein Ticket, ja? Wo denn aus? Klar, kriegst du. Bitteschön. Viel Spaß, Frendo. Hey, hey, hey! Sieht auch ein bisschen aus wie bei DBD. Juice oder Vanille-Eis? So, guck mal hier, wir fangen mal damit an. Tortilla-Chips. Chocolate-Ice-Cream. Ich dachte, er wollte zwei, ne? Vanille und Schokolade. Vanille, Schokolade und Juice oder. Zack, zack, zack. Zwei Eis. Bitteschön, viel Spaß. Bitte nicht in die Sitze kotzen, ja? Währenddessen. Bei der Tankstelle. Jetzt sind wir in der Tankstellenwerke. Ich sollte diese schwarzen Dinger wieder auffüllen. Die Ware sollte draußen sein. Irgendwo. Black Magic Filtered Cigarette. Ah, da gibt's Blues und Reds. Und dann hier die noch. So ein Kautabak oder was? Okay, cool. Aber wie viele Charaktere man noch spielen kann. Sehr, sehr nice gemacht. Ah, das heißt aber, ich kann jetzt hier auch überall rein, ne? Warte. Hat der Whisky da gerade auch schon? Dingeling! Ah, hier haben wir den Container. Müssen jede Box einzeln reintragen. Da, 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 der Kaffee. Ach, es gibt noch Black Magic Soda, Stacks und Chips. Oh. Art ist da. Kann ich vorher noch eben hier. Habe ich den jetzt mitgenommen? Chips. Seht ihr, selbst die Tür hat schon Angst und zittert. Ja, ich glaube, das war's mit unserem Leben. Vielleicht schaffen wir es noch, Sachen aufzufüllen. Und ich glaube, dann war's. Ignorieren jetzt einfach. Ich mache hier nur meinen Job. Da, da, da.
What the fuck? Oh, habe ich Geburtstag? Das ist aber nett. Hey, did you knock over this barrel? Mann, hast du das Fass runtergeworfen? What, did you think that was funny? Mann, denkst du, das ist lustig oder was? Oh, guck mal, die blutigen Hände. Scram, before I come out there and kick your ass. Mann, verpiss dich, bevor ich rauskomme und dir in den Arsch trete. Findest du das witzig? Komm doch. What the fuck? Sag ich doch. Ich kann nur eine Box tragen, ja? Aber kann mit der Box in den Händen das Fass hochstellen. Mann, 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 bin ich gut. Alright, that should do it. I should return to the register. Okay, ich sollte zurückgehen zur Kasse. Ich hab gedacht, ich nehme jetzt ein Brecheisen oder sowas und geh raus. Oder ein Baseballschläger oder whatever. Kommt doch eh wieder. Ach, das ist das Radio. Ich denke, wo kommt die Musik her? Ach, das ist der Toilettenschlüssel, ja? Ich habe gedacht, ich muss hier zurück. Nein? Ich komm nicht mehr raus. Oh nein, habe ich das Spiel kaputt gemacht? Hey, hey! Da muss ich einfach warten. Bin ich noch da draußen? Sehe es nicht. Ich komme nicht weg. Das ist aber eilig, ja? Hey, welcome to Falcon Fuel. What can I do for you? Hey, willkommen bei Falcon Fuel. Was kann ich für dich tun? Dude, I really need to use the bathroom. Where is it? Oh, Dude, ich muss echt dringend aufs Klo. Wo ist das? Bathrooms are for paying customers only. Ah, sorry, aber die Toiletten sind nur für zahlende Kunden. Come on, man. I'm gonna explode here. I just need to go for a second. Oh, come on. Mann, ich explodiere hier gleich. Es dauert nur eine Sekunde. Rules are rules, buddy. You gotta buy something. Sorry, Mann, aber Regeln sind Regeln. Du musst was kaufen. Fine. I'll buy something after. Just give me the key. Ja, ist ja gut. Ich kauf gleich was, aber bitte gib mir den Schlüssel. Nice try. I've heard that before. No pay, no pee. Netter Versuch, aber das habe ich schon so oft vorher gehört. Keine Bezahlung, kein Klo. Fine. I'll buy something right now. What's the cheapest thing you got? Oh man, gut. Ich kaufe ja jetzt was, aber was ist denn das günstigste, was du hier hast, ha? Gum's a buck 50. Why don't you grab a pack? Kaugummis kosten $1.50, wenn du eine Packung haben willst. Sie sind da. Keep the change. Just give me the key. Behalt das Wechselgeld. Gib mir einfach den Schlüssel. Here you go. Enjoy your bathroom break. Yeah, bitteschön. Genieße deinen Kloaufenthalt. I hate this place. Oh Gott, ich hasse diesen Ort. Na gut. Er kommt nicht wieder. Da 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 da. Hi. Er macht den Scheibenwischer. Hihi. Oh, die Arme. Was willst du? Bleib mal schön da draußen. The Freaks are out tonight, that's for sure. Oh Mann, die Freaks sind heute echt da draußen diese Nacht. Das ist auf jeden Fall klar. Oh nein. I need a piss. Verdammt, ich muss pinkeln! Ich muss ins erste Klo. Nicht. Achso, die sind alle. Ich werde gezwungen, auf dieses Klo zu gehen. Alter, ich kann nicht mal. Die Tür zu machen.
Was? Das ist ein Minigame. Okay. Wie nice. Wir müssen den Pott voll machen. Das dauert ja Stunden so. Dauert nur eine Sekunde. Ich glaube, ich habe gesoffen, ne? Alter, es wird schneller. Oh Gott. Ich will das aber nicht danach putzen. Oh yeah. Weißt du jetzt, was man für Probleme hat? Das sind eure Probleme, ja? That's better. Ah, es ist besser. What the fuck? Michael? Bist du's? Kann nichts machen. Hey, dude. This shitter is occupied. Ey, Dude, hier ist besetzt. Alter, wie groß bist du denn? What the fuck? Look, man, I don't want any trouble. Okay, fuck. Pass auf, Mann, ich hab keinen Bock auf Ärger. What the hell are you? Was zur Hölle bist du? Please, dude, just leave me alone. Bitte, Mann, lass mich einfach alleine. Ew. On the radio. Ah, ich frage mich, was im Radio ist. Good evening, ghouls and goblins. You're tuned into the spookiest station in town, 101.5 Latour. I'm your host, Billy Knight, here to haunt your airwaves on this Halloween night, just after the witching hour strikes. And boy, do we have a bone-chilling treat for you tonight. If you're not already trembling with excitement, let me tell you about the frightful festivities happening right here in our town. The Mirage, our local theater, is hosting a midnight movie horror tingling classics. So if you dare, grab popcorn and head over there for a night of terror on the big screen. But fear not, my fellow night owls, because we've got the perfect soundtrack to accompany you on your Halloween escapades. Coming up next, we've got a killer lineup of rocking tracks to keep your heart pounding and your toes tapping. So stay tuned, my fellow creatures of the night, as we keep the spooky vibes alive right here. I'm 101.5 The Tune! What was that? Sounded like something fell over in the garage. Was zur Hölle war das? I better go check it out. Es hat sich so angehört, als wenn hinten in der Garage was umgefallen wäre. Ich sollte mir das besser mal ansehen. Garage Key. Ach, ist das der Garage Key? Ah, okay. Regal ist umgefallen. Da, wo wir schon mal hier sind, können wir uns jetzt mal umsehen, ne? Nichts zu sehen. Lockers, die wir nicht aufmachen können. Oh, what a mess. Mann, ey, was für eine Verwüstung hier. Das ist alles wieder einräumen, oder was? So. What the hell happened here? Was zur Hölle ist hier passiert? Who's there? Wer ist da? Welcome by Fallout. Bin mal gespannt, wie ich sterbe.
Okay. Er hat uns da einen kleinen Dekoartikel hingelegt. What the hell? Der war aber flott, ey. Ah, da sind die Augen drauf! Und das ist der Kopf von dem Eiswagen, ne? Hooray! Oh, wie gut! Schöne Jacke. What kind of a sick joke is this? Was zur Hölle für ein kranker Scherz ist das? Wait. Warte, nein! Er hat eine Nagelpistole gefunden. Was für eine Sauerei. Checkpoint reached. Okay. Das waren mal eben zwei Stück. Oh, da kommt wieder Kundschaft. Wir müssen wieder raus. Very exciting. Du bist ja süß. Ein Ticket bitte. Kommt sofort. Bitteschön. Viel Spaß beim Film. Kleiner Teddy. Bio-Soda, ein Positivity Starving. Ein Bär braucht seine Snacks. Dann bekommt er natürlich Käse-Tortillas. Gnors Chocolate Bar. Bitte schön. Und ein Dew-Soda. Kommt sofort. Was ist noch? Ah, ich konnte kein neues nehmen. Zack. Bitte schön. Viel Spaß beim Film. Teddylicious. Popcorn machen. So. Mal was draußen los ist, ne? Mirage. Da kommt schon der nächste. Ein Ninja. Hey, hey, hey. Oh, wait. Ich hab dich gar nicht gesehen. Hey, schau mal her. Und gib mir ein Ticket, bitte. Na klar. Kleinen Moment. Hier, bitteschön. Spaß beim Film. Na, was willst du? Hey, hey, hey. Totality Good Snacks, please. Orange Soda Strawberry Ice Cream Tortilla. Tortilla. Orange Soda. Bitteschön. Und eine Erdbeereis. Schön. Guten. Ah, währenddessen hinter dem Mirage. Also jetzt hinterm Kino. Mal gucken, wie wir jetzt spielen. Was spielen wir jetzt, den Obdachlosen? Ja! Ach, verdammt, hier muss es doch irgendwo was zu trinken geben oder Geld oder so. Mann. Ein Mann braucht seinen Drink. Ich hab keine Schuhe. Patsch, patsch. Aber wo ist denn das Kino? Hinten, glaube ich, ne? Kein Kleingeld im Brunnen. Was ist das denn? Hier ist das Kino. Wo ist noch? Oh. Ich möchte da nicht hingehen.
Finde ich irgendwas im Müll? Nein? Shit. Wir müssen zum Clown. Ey, Mann! Hast du mal Kleingeld? Ich könnte einen Drink gebrauchen. Hast du dein Geschenk? Hey, Mann! Hörst du mich? Hey, man! You got any booze or money? Hey, Mann! Hast du was zu trinken oder ein bisschen Kohle? Wirklich? What are you waiting for? Wow, wirklich? Shit, Mann, worauf wartest du? Jamal, break out the hooch. Break out the hooch? Na los, mach schon. What's this? Was das? It must be my lucky day. Hey, das muss mein Glückstag sein. Endlich. Oh, that's the stuff. Ja, das ist der Shit. Oh Gott, alles brennt! Okay, was war da drin? Es war Säure. So ein netter Clown. Ja, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Keine Kunden. Doch, da kommt jemand. Du bist auf dem Maskenball? Hm? Ja? Ja. Ich mag eigentlich schmutzigere Filme, aber ich nehme Ticket. Klar. Hier, bitte, Mann. Viel Spaß. Hey, Dude. Was willst du? Hey, gut aussehende. Ich hätte gern deine Nummer und ein paar Snacks. Ja, ist klar. Hotdog mit Zeug. Hotdog. Noch. Cola und Erdbeereis. Bitteschön. So, und jetzt verpiesel dich. Friendo. Ich feiere die Musik voll. Oh, guck mal, was draußen wieder los ist. Was ist das ja eigentlich für ein Zombie-Hühnchen? Hey Mann, was geht? Keep the party going. Gib mir mal ein Ticket. Die Party kann weitergehen. Boss. Hier, Kumpel. Viel Spaß. Ich muss das Geld auch noch nehmen. Ist ja gut. Hey, 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 hey! Na, Friendo? Was kann ich für dich tun? Ultimate Movie Munchies. Munchies. Tortilla. One. Strawberry und Chocolate. Das. Und was gibt's denn noch? Ginger Ale. Ginger Ale. Zack, zack. Bitteschön. Viel Spaß beim Film. Währenddessen. Im Keller des Mirage. Man, that hobo better not be digging through our dumpster again. Guess I should go lock the gate. Oh man, der Obdachlose ist hoffentlich nicht schon wieder in unserem Mülleimer. Ich glaube, ich sollte mal gucken gehen. Ja, man.
Wir sind voll auf Brownies. Aber wir können doch gerade auslaufen. Alles gut. Ja. Ey, Obo! Ich bin zu breit für die Tür. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt echt anders. In der Demo ist der Obdachlose auch gestorben und er war so hinten bei seinem Platz, Schlafplatz, so schön drapiert, so wie der Typ gerade in der Tankstelle. Das war auch mega krass. Oh, ist ein bisschen blutig. Is that blood? Oh man, this is harshing my vibe. Where is that hobo? I hope he didn't hurt himself. Oh man, ist das Blut? Das zerstört meinen Vibe gerade total. Wo ist denn dieser Obdachlose? Ich hoffe, er hat sich nicht verletzt. Ah, bisschen vielleicht. Hat sich, glaube ich, in den Kopf gestoßen oder so. Aber wenn er ihn ja da umgebracht hat, ne? Wir gucken uns das jetzt sofort an. Wie hat er diese Blutspur bis hierhin gemacht? Und wo ist er? Trigger Treat! Hat der keine Haut mehr im Gesicht? Dann ist er nur noch Knochen. Der Eiswagen steht noch da. Fucking hell! This isn't what I signed up for, man. This vibe is all wrong. Ach, wegen der Säure, hä? Huh? Hat mit der Säure drüber gekippt. Hey! Okay. Wie war das? Das Hirn lebt nach dem Tod noch ungefähr 7 Minuten weiter oder so? Holy shit. Was er gerade noch gesagt hat, war so, ah shit. Dafür habe ich mich nicht eingeschrieben hier. Das macht meinen Vibe völlig kaputt. Oh, ein kleiner Roboter. Holy shit. Das geht ganz schön schnell, ne? Mit dem Abschlachten hier. Ich habe programmiert, den meist schockenden Film zu gucken. Bitte, gib mir ein Ticket. Bebop, bebop, bebop. Na klar, bitteschön. Bebop. Du kriegst aber kein Softgetränk, das stört die Schaltkreise. Ha, er sagt wirklich Bebop. Hallo, Erdling. Ich möchte gerne ein paar Snacks. Bebop. Wie cool. Ah, ich feier's so sehr. Okay, er möchte Gummibärchen. Hier sind die Gummibärchen. Dew-Soda und Schokoladeneiscreme. Bitteschön. Schön ruhig hier. Ah, da kommt der Nächste. Wird ganz schön voll im Kino heute, ha? Huh? Du siehst ein bisschen aus wie aus Minecraft. Ich habe mein Grab für diesen Film verlassen. Ein Ticket, bitte. Komm, sofort. Eure Mummigkeit. Bitteschön. Viel Spaß. Was wollen Mumien so snacken? Was kann ich dir für dich tun? Hm? Okay. Du möchtest ein paar Gummibärchen. Du möchtest ein Rootbier. Wrap up some snacks. Ein paar Snacks einrollen. Strawberry Ice Cream und ein Stück Pizza. Sollst du bekommen. Zack. Bitteschön.
Next one. Ein wunderschön. Spick and span. Ein Ticket bitte. Bitte schön. Viel Spaß. Hey, hey. Was kann ich dir bringen? Du möchtest ein paar süße Snacks. Tortilla Chips. Dann eine Brezel. Hier ist deine Brezel. Dann Ginger Ale und Erdbeeren. Ginger Ale haben wir nicht mehr. Zack, machen wir alles 3, 3, 9. Nehmen das Erdbeereis und das Ginger Ale. Bitte schön, viel Spaß. Bye bye. Der Herr mit der Maske freut sich bestimmt über das Kostüm. So, mal gucken, was draußen geht. Mir war so, ich hätte gerade was gesehen. Ich fühle mich sicher in meiner kleinen Kabine. Es ist wundertoll. Nichts kann mir hier passieren. Hallo! Spine tingling. One ticket, please. Ah, die Wortwitze sind schon cool. Lässt sich nur halt ins Deutsche nicht ganz so gut übersetzen, ne? Spaß. Das ist halt immer so passend zum Kostüm. Na, was möchte das kleine Skelett denn? Ich bin nur Knochen, ich brauche Snacks. Okay. Dios, oder? One. Ein Hotdog mit Zeugs drauf und Tortilla Chips. Und dann hole ich dir noch dein Hotdog. Kleinen Moment. Der Grillomatik. So. Hier, kleines Skelett. Dann futter dir mal ein bisschen Speck an. Nice. Okay. Hallo, Gaming Fanmaster 0815. Hallihallo. Okay, kein Clown. Alles gut. Art ist nicht hier. Katzenmaske? Ah, Purity, please. Es ist ein kleines Kätzchen. Bitteschön, viel Spaß. Okay. Was möchte denn die Katze für Snacks? Hm? I like some meowsing snacks, please. Schoko-Erdnüsse, das waren die hier, ne? Gummibärchen. Pizza und Erdbeeren. Ich brauche erst eine Verpackung. Nice. So, hier ist deine Pizza. Und hier ist dein Eis. Bitte schön, viel Spaß. Alles ruhig. What the? I swear I just changed the bulb a few days ago. Better check the light switch. Was zur. Ich könnte schwören, ich habe doch erst die Glühbirne gewechselt. Sollte mal den Schalter checken. Where the hell did this thing come from? Wo zur Hölle kommt das Ding denn jetzt her? Der kleine Springteufel, ha? Huh? Es ist schon wieder diese Figur. Du schon wieder. Hi. What the shit? Man, you scared the hell out of me. Was zur Hölle? Mann, du hast mich echt zu Tode erschreckt. Nice costume, buddy. You buying a ticket or? Cooles Kostüm, Mann, aber
Brauchst du ein Ticket oder was los? Ja? You don't say much, do you? Anyway, $7 for a ticket, pal. Du redest nicht so viel, hm? Na, egal. Das Ticket kostet $7. Halt bloß deine Finger drin, du. Draußen. One free ice cream. Nice. Very funny. But if you want to come in, you'll need to buy a ticket. Ja, ja, nice. Sehr, sehr lustig. Aber wenn du rein willst, musst du ein Ticket kaufen. Aber ich möchte sein Eis auch nicht. What the fuck is that? Was zur Hölle ist das? Das ist ein Stück Gesicht. Da rechts ist die Nase. Take your shit and get out of here before I call the cops. Nimm deinen Scheiß und verpiss dich von hier, bevor ich die Polizei rufe. Shit. Fuck! Du Pissnäcke! Kannst du deinen Glibber hier wieder mitnehmen? That ist ja ekelhaft. Smashed the window, and now I have to clean this shit up. Mann, dieser Pisser hat einfach das Fenster zerstört und jetzt muss ich hier die Scheiße wechseln. Why do I get all the freaks? Warum hab ich ständig die Freaks? I need to tell Nika and Phil about this and make a trip to the supply room. Ich sollte Nika und Phil davon erzählen und mal eben ins Büro hochgehen. Jetzt würde ich gern zoomen können. Das ist ja eklig, aber das ist echt Gesicht, ne? Hier ist die Nase, hier ist das Auge. Okay. Und dann sehen wir Nika jetzt mal. Hey, Nika! Nika, you're not gonna believe this. Boah, Nika, das glaubst du mir nicht. What? What's wrong? Is it another kid trying to sneak in? Was? Was ist los? Hast du wieder Kinder, die versuchen, sich reinzuschleichen? No, it's worse. Some asshole dressed as a clown tried to attack me in the box office. Nee, es ist echt schlimmer. So ein Blödmann, verkleidet als Clown, hat versucht, mich in der Box anzugreifen. What the hell? Attacked you? Are you alright? Was zur Hölle? Dich angegriffen? Bist du okay? I'm fine, but this is where it gets weird. He left this gross, gory thing on the counter. It can't be real, but it looked like a chunk of someone's face. Ja, mir geht's soweit gut, aber jetzt wird's erst richtig komisch. Er hat so echt so ein ekelhaftes Stück, oder so was Ekelhaftes bei mir auf der Theke liegen lassen. Kann nicht echt sein, aber das sieht verdammt nochmal aus wie ein Gesicht. Are you being serious right now? Someone's face? We gotta call the police, right? Was meinst du nicht ernst jetzt, oder? Ein Gesicht? Ja, sollten wir vielleicht die Polizei oder sowas rufen? Yeah, I'm gonna tell Phil and then clean that mess up before anyone else sees it. Ja, ich gehe eben hoch zu Phil und sag ihm Bescheid und mach das dann sauber, bevor jeder andere es sieht. Okay, let's tell Phil first and see what he thinks, because this could be a gross Halloween prank. Okay, lass uns zuerst hören, was Phil dazu sagt. Es könnte auch einfach nur irgendein ekelhafter Halloween-Streich sein. I'll be quick. Just keep an eye on things here, and I'll handle the cleanup. Okay, ich werde mich beeilen. Kannst du eben Auge hier auf alles werfen? Ich werde danach sauber machen. Good luck with the face and guts. Just please hurry, prank or not, I don't trust these assholes. Ja, alles Gute mit deinem Gesicht und so, ne? Aber komm, bitte beeil dich. Ob das jetzt ein Scherz war oder nicht, ich trau diesen Arschlöchern einfach nicht. Thanks, Nika. I'll be back soon, but lock the doors, okay? I don't want that creep getting in. Danke, Nika. Ich bin sofort zurück, aber vielleicht schließt du besser die Türen ab, okay? Ich hab keinen Bock, dass es hier, also dass dieser Creep hier reinkommt. Wir sollen jetzt zu Phil hochgehen. Die Türen sind zu. Phil? We have a problem. Aber first cat. Hey Phil. Phil, do you got a minute? Hey Phil, hast du eine Minute? What's up? You look spooked. Did you see a ghost?
Was ist los? Du siehst ängstlich aus. Hast du einen Geist gesehen? We might need to call the police. Some creep just broke the box off his window. Vielleicht sollten wir die Polizei rufen. So ein Vollidiot hat die Box draußen zerstört. Damn. Did you get a good look at them? Oh Mann, verdammt. Hast du ihn gut sehen können? Not really. They were wearing a mask and it all happened so fast. But he could come back. Ja, nicht wirklich. Er hat eine Maske getragen und es ging irgendwie alles so schnell, aber er wird mit Sicherheit zurückkommen. Alright. Let's not take any chances. I'll call the police. Okay. Ich werde schnell die Polizei eben ranrufen, okay? We can close the box office for now and get the show rolling. I don't want the customers to see the busted glass. It'll look bad. Gut, wir sollten vielleicht das Boxbüro einfach schließen und die Show starten. Ich will nicht, dass die Kunden das alles sehen und also das kaputte Glas sehen und es sieht halt einfach kacke aus. Sounds like a plan. I'll grab some supplies and try and clean up the mess. Na, das hört sich nach einem Plan an. Ich hol mal schnell Klamotten zum sauber machen und werde den ganzen Mist mal sauber machen. So, wo kriege ich das? Get Supply Room Key vom Basement. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal in den Keller. Hui! Schnell die Treppen runterrennen, ne? Du hast ja alles im Griff, Nika, ne? Bis gleich. Down to the basement. Derek. Eric? Hat sich nicht zum Schlafen gelegt, ne? Zigarette brennt noch. Sag mal. Finde ich in diesen Schlüssel? Liegt hier aber nicht einfach rum, ne? Oder hat Eric den Schlüssel? Jetzt vermuten, wenn, dann würde der hier irgendwo liegen, ne? Aber ich sehe keinen Schlüssel. Ach, der hängt da. Wie in der Tankstelle. Wo ist denn der Supply Room? Also der wo die Utensilien stehen zum Saubermachen. Ist das hier? Ah, okay. What was that? Was zur Hölle war das? Locked in. What the? The door won't budge. Was zur Hölle? Wieso lässt sich die Tür nicht mehr bewegen? Hey, hallo? Hey, hello? Is anyone out there? I'm trapped. Hey, hallo? Ist da irgendwer? Ich bin eingesperrt. What the hell's going on? Was zur Hölle geht hier nur vor? Kurz zuvor. The Toot Radio Station. This is a pretty interesting article. Das ist ein ziemlich interessanter Artikel. Jetzt sind wir Kelly. Jemand möchte rein. Who could that be? Nika again? Wer könnte das sein? Ob das wieder Nika ist? Hello? Hallo? Hey, whoever that is, the lobby is closed for the night. Come back when the station is open. Hey, wer auch immer das ist, wir haben geschlossen diese Nacht. Komm einfach wieder, wenn es wieder auf ist, okay? I better go see what's going on out front. Ich sollte es mir wahrscheinlich ansehen, was da draußen vor sich geht. Lass es. Lass es. Don't do. The State of Indie Horror. Cool.
Ich habe ziemlich coole Klamotten an. Okay. Los. So schon wieder. What the hell? Was zur Hölle? Der hat die Maske nicht an. Oh nee. Oh, ich hab schon. Ja, ich hab eine Idee, was jetzt passiert. Hello? Hallo? Jetzt sieht sie wieder an. Okay. Wow. Hey there, Mr. Tall, Dark and Creepy. Wow, hi, Mr. Groß, Dunkel und Creepy. I'm sorry, big guy, but we are closed for the night. Tut mir leid, Großer, aber wir haben geschlossen für die Nacht. Oh, you want something sweet. Du willst was Süßes? How about you come back when the station's open? I'd love to see what you look like without all that makeup. Wie wär's, wenn du zurückkommst, wenn wir aufhaben? Würde dich gern sehen ohne das ganze Make-up. Nimm das mal als Ja, oder? Always find the creepy ones attractive, Kelly. Oh Mann, warum findest du immer nur die creepy Guys so attraktiv, Kelly? What's up with this stupid light? Das stimmt noch nicht mit diesem kloppten Licht hier. It's going to be a long night. I think I'll go make some coffee. Better see if Billy wants some as well. Na gut, das wird eine verdammt lange Nacht. Ich sollte mal gucken, ob Billy auch Kaffee möchte und Kaffee machen. First Coast Country Music Festival, Jacksonville Fairgrounds. Hier ist das Klo. Woodstock. Funk and Soul. Cool. Er sieht ja auch nice aus. Er hat Spaß. Hey Kelly, what's up? Hey Kelly, was geht? Hey Billy, I'm about to make a fresh pot of coffee. Want some? Hey Billy, ich würde noch mal Kaffee aufsetzen. Willst du welchen? Oh, you're a lifesaver. I was just thinking I could use a pick-me-up. Make it strong, would you, darling? Du bist echt eine Lebensritterin. Mach ihn besonders stark, ja? Würdest du das tun? You got it. Need anything else? Some of those Halloween cookies someone brought in? Ja, ist gar kein Thema. Brauchst du noch was anderes? So zum Beispiel ein paar von den Halloween-Keksen, die jemand mitgebracht hat? Tempting, but I'll pass. I think too much sugar might put me to sleep. And we still got a few hours to go. Besides, I'm sweet enough. Ich glaube, ich passe. Zu viel Zucker macht mich nur müde, weißt du? Und wir haben noch ein paar Stunden vor uns, weißt du? Und ja, ich bin halt süß genug, ha? Huh? You make sure to leave a cup out for the station ghost now, won't you? Und stell sicher, dass du für den Station Ghost, also Geist, auch ein bisschen Kaffee da lässt, ja? Oh, come on, Billy. You know I don't believe in that stuff. Ach, komm schon, Billy. Du weißt doch ganz genau, ich glaube nicht an so einen Kram. Oh, Kelly, you never know. This place has a history after all. Strange things happen when you're not looking. Ach, Kelly. Du kannst es doch nie wissen. Dieser Ort hat eine Vergangenheit nach alledem. Komische Sachen passieren, wenn du nicht hinsiehst. Ooh, the haunted radio station. Okay, I'll make an extra cup just in case.
I'll be back in a jiffy. In a jiffy? Eine Haunted Radio Station. Na gut, ich stell sicher, dass ich eine extra Tasse mache, ne? Nur für den Fall. Bin gleich wieder da. Wo mache ich den Kaffee? Kann ich bei mir Kaffee machen? Nope. Hier ist die Toilette. Aber wir hatten jetzt keinen Raum mehr, ne? Was? Ach, hier ist noch eine Tür. Das ist gar nicht gesehen. The Toots Wall of Fame. Oh, wie cool. Was zur... Prime Suspect? Ah, ja, yeah. Okay. Dread XP! Das sind doch die Macher hier von Mortuary Assistant. Das sind wahrscheinlich alles Unterstützer, ne? Irgendwelche Streamer und so. Oder Entwickler unter anderem. Aber da steht nichts bei, ne? Let's split up Class of Janks. Aber cool. Sehr cool eingerichtet. Minigame! Ecto Blaster. Oh Gott. Dunkelheit hat dieses Land überfallen. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt mal schnell mit dem Übersetzer. Zack. Dunkelheit hat das Land eingehüllt und ein unheimliches Schloss erhebt sich bedrohlich am Horizont. Geister sind aus den Schatten hervorgetreten und verbreiten Angst und Chaos. Unter ihren Opfern ist doch Rose, deine treue Partnerin bei der Geisterjagd, die entführt und in den spukhaften Mauern des Schlosses gefangen gehalten wurde. Bewaffnet mit eurer treuen Plasmapistole, der einzigen Waffe, mit der sie die gespenstischen Feinde vertreiben können, müssen sie jede Welle grässlicher Gespenster besiegen, um Rose vor ihrer geisterhaften Entführung zu retten. Überleben sie 10 Runden, um zu gewinnen. Nice! Boah, das ist sehr laut, ne? Wait, ich mach mal ganz kurz leise. Ach, das hatten wir doch in der einen Demo auch mit dabei letztes Mal, ne? Wo wir nur im Kino arbeiten konnten. Stimmt. Ich erinnere mich. Ach, das sind... Ah, da kann man hüpfen. Nice. Wo sind sie denn? Hier, ha? Ah! Au. Okay, wait, ich mache euch mal gerade eben das Spiel wieder was lauter. Minigame! Nein, nein! So. Ach. Nur zwei YouTuber aus dem Horrorgenre. Ah, okay, nur zwei von oben links ist Manly Badass Hero als Beispiel. Der macht nur solchen Content, vor allem Indie-Horror. Ach, cool! Danke für die Info, Cloudwalker 12. Sehr, sehr cool. Dankeschön. Ja, habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Ah. Interesting. Kaffee. Wir haben Kaffee. Den müssen... Ah, wir müssen den echt so geil oldschool malen erst. Okay, cool. Oh Gott.
Wir müssen echt mit der Maus Kaffee malen. Empty Kaffee. Habe ich. Und jetzt? Pot. Ach, hier. Soll doch zur Kaffeemaschine gehen. It'll take a few minutes for the coffee to brew. Maybe I could get a round or two of Ectoblaster in. Haben wir schon ausprobiert. Es dauert ein paar Minuten, bis der Kaffee fertig ist. Vielleicht soll ich ein, zwei Runden Ectoblaster spielen. Haben wir aber gerade. Schön, dass du jemanden erkannt hast. Ich habe die Gesichter oder Logos so gar nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht. Wie gesagt, ich kenne Dread XP, aber ansonsten... Ich meine, es gibt so viele Leute, man kann die auch nicht alle kennen. Ne? Und deswegen finde ich den Hinweis ganz nett. Aber dann sind das tatsächlich Leute, die Horrorgames spielen, Unterstützer etc. Aber sehr cool, dass sie sowas hier eingebunden haben. Finde ich nice. Wenn ich hier... Da kann man nicht schlichten. Groß, ne? Aber sehr cool, das Game bisher. Macht echt mega Spaß. Aber dann weiß ich auch, warum sie das Ding hier hingestellt haben. Dann kannst du die Zeit des Kaffees überbrücken. Na? Nice. To go. Oh nee, nicht schon wieder. Die Minigames, das ist halt auch cool, ey. Wird das dann gleich wieder schneller? Muss ich das mit drei Tassen machen? Komm, das ist doch voll, das reicht doch. Jetzt eine Tasse für Billy. Dauert ein bisschen mit dem Kaffee. Dabei, ey. Mega. Aber wir müssen auch noch eine dritte Tasse machen für den Geist. Kaffee kochen ist in Realtime. Ja, hat man so das Gefühl, ne? Also, naja, den habe ich zum Beispiel abonniert und schaue sein Content seit Jahren. Oh, cool. Und so sieht man auch mal den ein oder anderen aus dem Genre. Ja, richtig cool. Hast du auf jeden Fall recht. Billy. Du wolltest Kaffee. Ihr Friendo. Bitteschön. Thanks, Kelly. This should keep me going. Danke, Kelly. Das hält mich auf jeden Fall am Weitermachen hier. No problem. I'll be in my office if you need anything. Just give me a buzz. Kein Problem. Ich bin dann wieder in meinem Büro. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Sounds good. Thanks again, darling. Hört sich gut an. Danke nochmal, Darling. Jo. Wir sollen zurück in unser Büro. Wir genießen jetzt erstmal sein. Okay. Mr. Groß und Dunkel hat uns ein Geschenk dagelassen. Das ist aber auch überall das Licht dann immer flackert, ne?
Wow, where'd this come from? I love surprises. Wow, wo kommt das denn her? Ich liebe Überraschungen. Was passiert hier? Jumpscare in 3, 2, 1. Ich kann gerade nichts tun, das Spiel macht das alleine. Okay. Der hat meinen Arm gegessen. Hi. Wir können uns selbst zuwinken. Der hat einfach an meinem Arm genagt. Hätte doch mal gefragt einfach. What should I put on for the power hour? Was schmeiß ich nur rein für die Power Hour? Maybe some time of dying. Oh, how about Final Cut? Wie wär's mit Time of Dying oder vielleicht auch The Final Cut? What the hell? Was zur Hölle? Some other signal must be bleeding in. Da scheint wohl irgendein anderes Signal reinzukommen. I'm gonna need to adjust the high and low passes to isolate our signal. Gut, ich sollte mal nach den Hochs und Tiefs gucken und um das Signal zu isolieren. Aber wo? Hier? Ach, High and Low Pass. Match Signal on top. Press A or D. B und S? Oh Gott. Okay. Das ist ja cool gemacht. Das passt doch, ne? Linke Maustaste, um das zu fixieren. Na? Passt das nicht? Aber das sieht doch nicht so hundertprozentig, ne? Doch? Ja, passt. So sollte es gehen. Hey, man! You can't be in here. Mann, du kannst nicht hier sein. Was willst du? What the hell's going on? Where's Kelly? Was zur Hölle geht hier vor? Wo ist Kelly? Huh? Beleuchtung ist cool. Ich komm nicht raus. Das ist Kelly. Oder das, was von ihr übrig ist. Fuck. Er fackelt auch nicht lang, ne? Oh, ist das brutal! Und er steht hinten und lacht sich kaputt. Oh, holy moly. Zurück im Showroom beim Mirage. Show starts in 10 minutes. Ach, wir sind im What is it? What is it? Wir sind jetzt Kinobesucher. Da sitzt der Frosch. Hey Frosch. Hey Hexe. Butterpopcorn. It's a taste delight. It's so munchy, crisp and crunchy. You'll enjoy each bite. Eat butter crunched buttercup popcorn at its best. Served in a king size cup. Butter popcorn. Oh, ist das nice.
Kunstwerder nicht komplett umdrehen. Okay, wir sollen die anderen Leute nicht stören, ne? Hi. You're hungry? Looking for Haben wir jetzt ernsthaft so Oldschool-Werbung? Das ist ein Würstchen. Oh. Ruselich. Das ist der fucking Clown. Wie? Wie zur Hölle? Okay. Vielleicht explodiert er? What the hell? Ich wollte doch nur in Ruhe meinen Film gucken. Und dann macht er hier End of the Ring. Okay. Hat schon was von Art, ja. Es erinnert mich halt voll an Art the Clown. Okay, da kommen irgendwie Schreie aus dem Showroom. Wait, screaming in the showroom? It's not like they're watching Ark and Chainsaw Massacre tonight. Those Ferratu is pretty chill. Warte mal. Schreie aus dem Showroom? Es ist ja nicht so, als wenn sie Ark and Chainsaw Massacre gucken würden, aber das Ferratu ist doch eigentlich voll gechillt. I'm just gonna step away for a second, see if things are okay. Ich sollte vielleicht mal eben kurz gehen und nachsehen, ob alles okay ist. Ich weiß ja nicht. Das hört sich nicht gut an. Ob wir von oben gucken können? Ah, schade. Halt von wo der Projektor ist. Es ist zu. What the hell? The doors won't open. Was zur Hölle? Warum gehen die Türen nicht auf? Okay. Oh fuck me. Is that blood? Oh fuck off. Ist das Blut? Shit, shit, shit. Where's Ben? What the fuck is going on? Scheiße, scheiße, scheiße. Wo ist Ben? Was zur Hölle geht hier vor? Finde Ben. Finde ich auf. Wie geil das auch aussieht, ne? In dem Teppich, als wenn das da wirklich so reinlaufen würde. Sieht schon cool aus. Okay, wir machen keine Fußabdrücke, aber alleine, dass das dieses Geräusch macht, ist ja schon cool. Benny Boy? Ben, where are Ben, wo bist du? Nika, I'm in the supply room. The door's stuck. Hey, Nika, ich bin hier hinten im Supply Room. Die Tür, die klemmt. The door is blocked with like a big metal bar. Oh, die Tür ist blockiert mit einer großen Eisenstange, die What? Voller Blut ist. How? Can you move it? Was? Aber wie? Kannst du sie bewegen? It's stuck in the wall. There's no way I can move this. Oh nee, sie steckt in der Wand. Es besteht keine Möglichkeit, dass ich die da rausbekomme. Ben, there is something truly fucked up happening right now. There's a pool of blood outside of the showroom and the doors are locked with people screaming inside. Ben, irgendwas echt total Krankes geht hier vor gerade. Da ist ein Pool mit Blut außerhalb des Showrooms. Und die Türen sind blockiert und die Leute schreien drin. The doors are also closing on their own. This is way more than just Halloween prank shit. Die Türen schließen auch von alleine. Das ist alles andere als nur ein Halloween prank. Hi. Ben, ich brauch Hilfe. What's happening out there? Fuck. Au.
to find a weapon. Scheiße, ich muss unbedingt eine Waffe finden. Stoppwedel? Ah, Baseballschläger. Nice. Now what? Was? Fuck. Now the power's out too? I'll need to get to the basement. Shit. Jetzt haben wir auch kein Licht mehr? Ich sollte in den Keller gehen. Aber die leuchtenden Augen sollten wir sehen, wenn er hier irgendwo steht. Shit. It won't budge. Oh, scheiße, sie geht nicht auf. Quicktime! Pock! Fuck! How'd that creep get in here? I need to get to Phil's office now. Scheiße, wie kommt der Freak hier nur rein? Ich sollte ganz schnell zu Phil's Office. Lass mich überlegen, wo war das? Fuck. Zurück zum Snack-Ding. Wir können auch nicht schnell laufen. Pock! Das Geräusch ist geil. Okay. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, echt ein bisschen konzentrieren. Restrooms, das heißt hier lang. Zurück zum Snackstand und da daneben dann hoch. Okay, warte. Shit. Ich verliere gerade echt die Orientierung. Weil wir uns immer umdrehen. Showroom. Okay, hier ist es richtig. Motherfucker! These doors won't move either. Fuck! Oh, Kacke, diese blöden Türen bewegen sich auch nicht. What the fuck is happening? None of this makes any sense. Was zur Hölle passiert hier nur? Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Please, Phil, tell me you called the police. I need to hide from that fucking creep until they get here. Oh Gott, bitte, Phil, sag mir, dass du die Polizei gerufen hast. Ich sollte mich verstecken. Vor diesem Freak und hoffe, dass die Polizei gleich kommt. The men's room. I can hole up in one of the stalls until the police arrive. Ah, vielleicht sollte ich mich auf dem Männerklo verstecken. Ich könnte mich in einer der Kabinen verstecken, bis die Polizei da ist. Ich stelle mich einfach hinter Nosferatu. Das Blut! Ist das nice! Der kommt doch jetzt eh wieder. Wuhu! Pock! Das Geräusch ist so gut. Shit, hier lang müssen wir. Frauentoilette, Männertoilette. Ist egal? Nee, müssen wir da die erste nehmen, natürlich. Bin ich hier? Ich kann die Tür nicht schließen. Wieso kann ich die Tür nicht schließen? Geht von alleine. Na dann! Okay, wait. Many say and slay. Hallo, Fleischsack. Was zur Hölle für ein verwunschener Scheißdreck ist das denn hier? Stimmt, Klo klingt gut. Da hat er aber bestimmt noch nie jemanden erwischt. Nee, ganz bestimmt nicht. Warum versteckst du dich? Ich hatte gerade so viel Spaß. Why are you doing this? Warum tust du das? I feed off your, dein Fleisch und deine Angst? Nehme dein Fleisch und deine Angst! I'm not gonna let you hurt anyone else, you fucking freak! Ich lasse nicht zu, dass du noch irgendwen anderes hier verletzt, du verdammter Freak.
Ich möchte dich nicht verletzen. Ich möchte nur deine Haut tragen. Okay. Finally, done with the damn expense reports. Jetzt sind wir Phil, der Kinobetreiber. Boah, endlich bin ich fertig mit diesen Scheiß-Reports. Finger von der Katze! Time for Philly to get a little reward. Zeit für Philly. Für eine kleine Belohnung. Yeah, Donut. Oh God. It looks so good. Oh Gott, das sieht so lecker aus. Jetzt Homer Simpson. That was delicious. Das war lecker. Oh crap. I was so caught up in my work that I forgot to call the police and Natürlich. Report that troublemaker. Oh, verdammt. Ich war so mit der Arbeit beschäftigt, jetzt habe ich völlig vergessen, die Polizei anzurufen und hier den Störenfried zu melden. Shit. Bäh. Piece of junk never get the signal. I don't know why I use it. Oh Gott, dieses Stück Dreck. Nie hat es ein Signal. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich das Ding noch benutze. Fenster? Linkes Fenster? Hallo? Ah, ich könnte das Angestellten-Telefon benutzen. Da leuchtet was im linken Fenster. Wie ist der da hochgekommen? What was that? Was zur Hölle war das denn? Nah, shit. My IBS is flaring up. I need my gas pills. Ah, shit. Ich hab wieder Magenprobleme. Ich muss schnell meine Pillen nehmen. Oh, herrlich. Hey, Kitty Cat. Und nochmal. Oh nein, ich kann sie nicht tätscheln. Na gut, dann nehmen wir unsere Pillen. Kaut er die so? Yeah, that's better. I should probably head down the hall and call the police. Das ist schon viel besser. Ich sollte schnell runtergehen und die Polizei anrufen. Alle Mitarbeiter sind zu breit für eine Tür. Eiscremewagen steht auch immer noch da. In der Straße. Ich kann auch so die Treppe runterfliegen. Yay! Woo! Ah, das Telefon ist oben. Okay. Ist da vorbeigelaufen? Hä? Hä? Gerät. Stand doch im Flur. Ach, hier geht's noch weiter. Ach, guck an, das ist nur ein Vorhang. Mehr auch keiner. Ist ja sehr gemütlich hier. Das ist also der Mitarbeiterpersonalraum, oder? Alright. Let's try this again. Okay, wir versuchen es nochmal. Und jetzt kommt die Eiscremewagen-Melodie. Pizzicat! Was machst du denn hier? Oh? This one's not working either. Seht ihr das links in der Ecke? Da steht er schon. Ach, das hier funktioniert auch nicht? Hm.
Echte Katze! Echte Katze! Whiskers! Nicht die Katze! Wer sind wir jetzt? Wer ist denn noch übrig? Sind die nicht schon alle tot? Welcome back, folks. This is Billy Knight coming to you this Halloween night live from your favorite radio station 105.5 The Toot! The horror movie mania, the mirage has begun. Join us for a night of spine tingling chills and thrills. Okay. Ach, Mika, ja, stimmt. Die lebt ja noch. Die hat ja nur die Treppe runtergeworfen. Okay. Stimme war leicht anders, ne? Wir sind die Star-Attraktion. Ja, nice. This can't be real. I must be dreaming. Okay, das kann nicht real sein. Ich muss träumen. Oh, das ist sehr real, Nika. Ich will spielen und du bist mein Spielzeug. Diese Art von Spielzeug, das schreit, während ich das Fleisch abziehe. Billy? What the fuck is going on? Billy, was zur Hölle? Was ist hier los? The show's about to begin, Nika. You may find your way upstairs. The audience is waiting. Die Show fängt gleich an, Nika. Besser, du findest deinen Weg nach oben. Die Audienz wartet schon. Und so auch ich. Ja, im Keller, das stimmt. Ich wusste jetzt gerade nur nicht mehr, wer übrig ist. Aber es ist Nika tatsächlich. Oh, Jesus Christ. Okay, come on, Nika. You can do this. Ja, komm schon, Nika, du kannst das. Do it! Unglaublich brutal. I have to get upstairs and get the fuck out of here. Ich muss unbedingt nach oben und sollte schleunigst versuchen, hier rauszukommen. Oh, wir haben jetzt ein Feuerzeug. Wir hätten es echt einfach nur mit diesen zwei Nägeln hier befestigt. Okay. Hi, Friendo. Du willst ein Spiel spielen? Manny's Killer Color Matcher. Rick? Oh mein Gott, ich bin im verdammten Albtraum gefangen. Kann ich das spielen? Muss ich hier tun? Change Symbol A und D. Change Symbol Color. Try Combination? Okay. Nothing happened. Ach, oder muss ich vielleicht erstmal was finden? Gibt es dafür irgendwie einen Hinweis? Killer Color Matcher. Okay. Vielleicht gibt es dafür noch ein... Ja, wer weiß, vielleicht gibt es wirklich irgendwo eine Lösung dafür. Okay, wir brauchen ein lilanes Cauldron. Gut. Bleibt das? Ja, ne? Das heißt, wir müssen uns jetzt hier umsehen, wahrscheinlich das finden. Aber wahrscheinlich überall, ne? Nicht nur hier im Keller. Nee. Doch. Im Keller.
Orangener Skull, grüne Hand. Ah, und weißer Hut. Orangener Skull. Der Hut war weiß, ne? Und die Hand? War grün. Hey, wir haben den Schlüssel bekommen. Nettes Spielchen! Nettes Spielchen. Das ist auch die Art Spielchen, die ich mir vorstelle, die Art zu klauen macht. Das ist alles mit Stacheldraht zu. Alter. Der macht doch keine halben Sachen, ne? Oh! It's a little bit bloody. Oh, können wir jetzt in den Showroom gucken? Das ist doch bestimmt das Riesenmassaker, oder? Was soll das sein? Oder ist das nur Reflexion? I can't see anything. Oh, verdammt, ich sehe gar nichts. Well, here goes nothing. Na, hier funktioniert wohl ja nichts. Ach, wir springen da runter. Okay. Oh nein, der Frosch! Der arme Frosch! Ew. Schön, dass er ein Kerzchen mit aufgestellt. Okay! Er ist nicht nur Clown, er ist auch noch Künstler. Holy fuck. Samhain? Ernsthaft? Okay. Oh Gott, das ist eine Art Schließmechanismus in einer Brust. Okay. The Culling? Ah, sieht so aus, als würde hier was reinpassen. Das sind auf jeden Fall die Buchstaben vorne. Was haben wir denn für Buchstaben? H, S, ist das V, R, P? Kann ich das einfach ausprobieren? Ah, okay. Aber das muss halt nicht richtig sein. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da
steht halt Samhain. Das sieht doch eklig aus. Ich hab keine Ahnung. Nee, ich hab absolut keine Ahnung. Nee, noch S, R, S und R. Ich hab keine Ahnung. Ah, man kriegt sie aber auf jeden Fall wieder ab. So, und E ist fest und A ist fest. Ja, Samhain wird wahrscheinlich ein Tipp sein, ne? Wir haben hier auch sonst nichts mehr, ne? Nicht vorbei. Aber wir haben jetzt noch zwei frei und nur noch ein Buchstaben. Ist das dann Platzhalter der Linke vielleicht? I really don't know. Jemand eine Idee? Ich habe nämlich absolut keine Idee. A und E sind fest. Wir haben T, H, S, R und V. Ja, große Augen kriege ich auch hier. Ja, genau. Worum geht's gerade genau? Ein Passwort. Es scheint irgendwie, müssen wir da wohl die richtige Reihenfolge im Passwort zusammenkriegen, wie du sagst. Ich vermute mal, dass es irgendwas mit Samhain zu tun hat. Und hier steht ja noch der Hinweis The Culling. Wir müssen jetzt hier irgendwie ein Wort wahrscheinlich draus machen, damit wir rauskommen. Fest vorgegeben sind das A und das E. R, S, H, T und V sind optional. Und wir müssen wahrscheinlich irgendein Wort herausfinden, was damit zu tun hat. Aber ich stehe gerade absolut auf dem Schlauch. Was es sein könnte. A und E. Ah, can only hold one. So, da ist das hier tatsächlich ein Platzhalter, das wir tauschen können, wenn wir falsch liegen. Könnte es Harvest sein? Har. Es war Harvest. Ah, du schreibst es auch. Super. Muss ich mir das aufschreiben. Harvest. Ja, richtig. Danke, Cloudwalker. Cool, sind wir beide drauf gekommen. Ah, jetzt ist hier das Ding rausgekommen. Was müssen wir jetzt reinstopfen? Um die Tür zu öffnen. Holy moly. Ich weiß.
nicht, ob ich da raus möchte. Aber wir haben ja auch keine Wahl, ne? Okay. Das ist echt krass gemacht. Fuck. Warum ist die Tür jetzt wieder zu? Aber das Spiel hat gerade gespeichert. Jetzt kommen wir hier wieder. Können wir uns einfach verpissen? Natürlich nicht. Stacheldraht, wo man hinsieht. Oh nein! Oh my god, no. Not you too. Ben, fuck. This can't be happening. Oh mein Gott, nein. Nicht du auch noch, Ben. Ach scheiße, das kann doch alles nicht wahr sein. Please, Ben, you gotta get up. Ah, mit der Wunde da im Nacken weiß ich nicht. Bitte, Ben, du. Bitte, bitte steh auf. Okay. Lecker. What the hell is that thing? I can't just wait around. I need to find a way to protect myself. Boah, was zur Hölle ist dieses Ding bloß? Ich kann nicht einfach warten und ich muss hier einen Weg rausfinden, damit ich mich selbst schützen kann. Oh, yeah, there's a gun upstairs and feels safe. I need to get up there and get it now. Oh ja. Phil hat in seinem Safe eine Pistole. Ich sollte sie schnell holen. Running! Aber wir kennen den Code nicht, ne? Verdammt, ich weiß die Kombination nicht. Ich sollte Phil finden. Was ist mit der Katze? Wo ist Whiskers? Ah, oh, seine Hand ist noch da. Ah, oh, der Rest von ihm auch. Fuck. Phil, Jesus, what did that thing do to you? Oh Mann, Phil, Jesus, was hat das Ding dir bloß angetan? Er lebt noch! Oh my god, you're alive? Oh mein Gott, du lebst noch? Nika? Nika? Phil, can you move? We have to get to your office. Phil? Kannst du dich bewegen? Wir müssen in dein Büro. Ich kenne den Spruch mit Clown gefrühstückt, aber irgendwie habe ich das andersrum im Kopf. Ja. Ah, sehr geil. I'm done for. Here's the phone. Call the police. Nee, ich bin fertig. Benutze das Telefon. Ruf die Polizei. Das, was nicht funktionierte? Phil, the phone is gone. Listen, you just have to tell me the code for the safe to get the gun. Phil, das Telefon, das ist weg. Hör zu, du musst mir unbedingt den Code für deinen Safe sagen. Ich brauche die Waffe. Where's Whiskers? He tried to... You have to fight. Wo ist Whiskers? Er muss... Ja, du musst ihn finden. The cat is fine. Whiskers can take care of himself, Phil. Please, focus. What is the code to the safe? Hat Whiskers den Code? Der Katze geht's gut. Whiskers kann auf sich selbst aufpassen. Phil, bitte. Fokussier dich. Was ist der Code für den Safe? Ew. Oh. It's 7. Oh, es ist 729. And he's dead. 729. Shit, passed out. I'll have to brute force the last number of the code. Hang in there, Phil. Oh shit, er ist tot. Oh, jetzt muss ich die letzte Nummer selbst rausfinden. 729. 729. 729. Nee, ich vergessen. 729. Ah, danke, Cloudwalker. Da muss ich mir das gar nicht merken. Ah, das ist sehr gut. Guter Chat.
last one was the 7. Damn. Nice, and the shotgun. I should do it. I'm getting us both out of here alive. Damn, für eine Shotgun? Ich bekomme uns beide ihr Leben raus. Kann ich die Patronen vielleicht noch mit? Patronen vielleicht noch mitnehmen? Und jetzt habe ich das Feuerzeug noch in der Hand. Und die Waffe. So, wo bist du? Kleiner Kackclown. Nein, lass ihn in Ruhe, du verdammt krankes Stück. Bam! Oh mein Gott, ich habe... Wo ist es hin? Da bist du. Hey, ich hab W gedrückt. Hey! Wo starten wir jetzt? Damn, Bill, a shotgun? This okay, das versuchen wir jetzt aber nochmal. Us both out of here alive. Das lasse ich so nicht stehen. Bam! Oh fuck. Muss ich das im richtigen Zeitpunkt wahrscheinlich drücken, ne? Wo ist es hin? Das war zu langsam. Okay, es sind aber auch immer unterschiedliche Tasten. Ich weiß nur noch nicht genau, wann wir die drücken müssen. Weil gerade habe ich direkt gedrückt, und aber es war anscheinend falsch. Lass mich dieses Ding töten. Gut, dass der Checkpoint nicht so weit weg ist. Na, wo ist er hin? Was haben wir jetzt? D. Ich habe gedrückt. Einfach WASD drücken bei dem Event. Jetzt aber mal ernsthaft. Das war definitiv die richtige Taste. Und ich habe relativ direkt gedrückt. I'm getting us both out of here alive. Oh my god, where'd it go? Wir müssen mehrmals drücken. Da stand Tab, nicht Press. Ja, hast recht. Ah, oh, come on, ich hab A gedrückt, mehrmals. Okay, anscheinend müssen wir das echt schnell hintereinander machen. Wir kriegen das hin. Okay. Number one. Nein, das war die falsche. Fuck. Ich hab D gedrückt. Oh, ist das gemein! Man muss sie echt ganz schnell hintereinander drücken. Oh, meine Finger fangen an zu schwitzen hier. Mann. Ja. Da kommen wir irgendwie raus. Wir haben unendlich viel Leben. Okay, Concentration. Bam! Okay, der hat gesessen, glaube ich. Oh, fuck. Oh, shit. Au. Oh, Whiskers! Whiskers? Whiskers? Oh, my leg. Okay. I can't move it at all. Oh nein, mein Bein, ich kann es nicht bewegen. Ah, kannst du einmal aus Spaß probieren? Ah, sorry. Sorry, das habe ich jetzt zu spät gelesen. Das wäre nichts für mich. Wird ja dann an falsche Taste zählen, denke ich, das WASD. Also, ich habe gerade tatsächlich aber einmal falsch gedrückt, da war es dann direkt vorbei. Also, man muss echt die richtige Taste drücken. This monster is dead. Ja, zumindest ist das Monster tot! Ein Scheiß ist es! Wir sind in seinem Truck. Fuck.
Alles gut, nur bist du wohl Katzenfutter. Na komm, das ist zu Ende, oder? Oh, mega nice. Das war Massacre at the Mirage. Offenes Ende, hm? Ich mach mich mal gerade hier. Da laufen nämlich die Credits durch. Deswegen verstecke ich mich mal eben. Game and Music Credit by Michael Cosio. Aber sehr, sehr geiles Game. Holy moly, ey. Was ist das für ein Dude? Auch das Hintergrundbild gerade mega, mega geil. Ja, aber wir hatten offenes Ende, ne? Ich würde es mega feiern, wenn es einen zweiten Teil geben würde. Wo man weiterspielt. Ja, Teil 2 oder DLC ankommen. Ich würde es mega feiern. Das war richtig, richtig gut. Ich meine, in der Demo hat man schon gesehen, dass es echt blutig und brutal ist. Aber wie sich das entwickelt hat im Kompletten. Mega geil. Also ich fand's echt cool. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen und ihr hattet Spaß dabei. Selten sowas gesehen. War auch sehr, sehr geil gemacht, finde ich. Auch die Voice Act ist richtig cool. Sehr cool, dann haben wir das ja auch durch. Ich muss das später von Anfang an anschauen, weiß nicht, wie viel ich verpasst habe. Warst du die ganzen 5 Stunden in dem Spiel? Nee, tatsächlich nicht. Wir haben am Anfang vorher Phasmo gespielt und danach das Game. Also schau es dir gerne als VOD an. Ansonsten, wenn du Zeit und Lust hast, ich würde es auf jeden Fall als YouTube-Video noch hochladen. Also, wenn du magst, schau es dir auch gerne auf YouTube an. Ich würde es dann tatsächlich als eins einfach schneiden, komplett, und das dann hochladen. Aber wie gesagt, du kannst dir auch super gerne das Video dir einfach angucken. Ah, and anyone else who played my game. Thank you! Ach, das sind doch auch die Leute, ne? Rani B, Daniel Soretti, unter anderem. Die wir ja gesehen haben in der Radio Station. Thank you for playing! If you enjoyed the game, please consider leaving a Steam Review. Ah, also wenn dir das Spiel gefallen hat, dann lass gerne eine Steam-Bewertung da. Jeder einzelne will helfen. Also wird helfen. Ja, genau, das sind YouTuber. Ja, sehr cool, dass die dann auch nochmal genannt werden. Dann weiß man wenigstens, wer da so an der Wand hing. Und als ich eingeschaltet habe, waren noch alle am Leben. Ja, das ging relativ schnell.